Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Surviving Mars. Wir haben beim letzten Mal diese Teile gebaut hier vorne, diese da, ja. Und wenn das fertiggestellt wird, dann können wir damit endlich anfangen, hier Flechten und Moose auszubringen, weil wir Saatgut züchten. Wir haben schon drei. Wir brauchen viel, viel, viel mehr. Aber irgendwo muss es ja auch mal anfangen. So, wir haben hier, oh geil, der zweite Drohnenhub wird gerade gebaut. Und dann kann der hier hinten weitergehen. Dann können wir nämlich an die nächsten Edelmetallvorkommen ran. Um weiter elektrische Bauteile herzustellen und ja, die Raketen zu beladen. Wir sind hier bei 19 von 30. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Forschung ist bei 50%. Da brauchen wir endlich weniger Kraftstoff für unsere Raketen. Ja, die nächsten Marsianer sind am Anflug. Bei 80% gleich. Okay. Fast beladen, also fast betankt. Rettungskapsel mit 10 Drohnen. Warte mal. Hier sind 20. Hier sind 4. Ich wollte die hier oben landen lassen. So. Und das Ding hat 25 Maschinenteile. Die Meldung hier oben gefällt mir eigentlich nicht so. Mit Meteoritensturm in 3 Souls. Ne, in 2 Souls und dauert 3. Oh. Wir werden auf jeden Fall was abkriegen davon, ne? Ich hoffe zwar nicht, aber. Na, mal sehen. So, neue Drohnen. Die gehen alle hier rüber. Genau, jetzt haben wir nämlich eine deutlich geminderte Drohne. Last. Wir werden das Ding ausschlachten hier. Und hier haben wir Maschinenteile. Das Ding wird entsorgt und dann ist das gut. Dann haben wir nämlich unser Kontingent von Versorgungskapseln aufgebraucht. Aber ist nicht schlimm. So, die ist gleich voll betankt. Die wird ordentlich bepackt mit Edelmetalle. Ich staune, wir haben echt zu wenig Strom schon wieder. Minus 22, das ist nicht gut. Wir müssen hier nochmal Strom herstellen. Hilft ja alles nichts. Strom. Geothermal Plant. Erforscht die Technologie Martian Geothermal. Schwierig. So, was wollen wir bauen? Die Dinger brauchen Wartung, Maschinenteile. Der auch. Der braucht Metall. Metall wird auch irgendwann weniger, ne? Ich würde gerne noch ein paar Propeller bauen. Wollen wir die hier oben bauen? Da, wo die anderen schon stehen. Und wir stellen hier noch mal ein paar Damank. Da fahren die Drohne mal außen drum. Dann nicht mehr. So, 5 Stück. Ne, 4. Heißt 40 mehr Strom. Hier wird fleißig weggeräumt. Er ist schon ordentlich voll. Okay. Hier liegen noch 5 Metalle. Aber die Drohnen haben echt Lasten, obwohl die jetzt 14 sind, ne? Ich denke mal auch wegen dem Terraforming-Projekt hier. Oh, guck mal, die fräsen sich hier durch. Ja, nochmal gucken. So. Die Drohnen hab hier unten, hat auch schon Baumaterialien. Die nächsten Passagiere dürfen landen, bitte gerne. Ja, kommt mal ran. So, hier wird schon fleißig gezüchtet. Saatgut, schön. Okay. Wir haben 17 freie Arbeitsplätze. Und hier kommen 24 Leute. Dürfte eigentlich gut gehen, oder? Also ich denke mal, mit Arbeitslosen sollten wir jetzt kein Problem haben. So. 23 freie Arbeitsplätze. Die sortieren sich da schon ein, wo sie hin müssen. Denke ich mal. Hoffe ich mal. Ja? Wir könnten allerdings noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sind hier drin. Scanned. Neue Planetenanomalie, geil. Und wir haben gerade keine. Doch, die ist fast voll. Die nehmen wir dafür mal nicht. Neue Kolonisten. Da kommen sie.
Wir haben gerade noch ein paar Arbeitslose. Das verteilt sich aber relativ schnell. Und ich denke mal, oh hier, es läuft. Also, wir wollen... Flechten. Alles mit Flechten, bitte. Komm, voll machen. Und genau hier bei uns, wo die Kuppeln sind, bitte. Mit Saatgut ist halt schwierig. Aber ich möchte hier gleich den nächste stellen. Und dann machen wir hier wieder ein Saatgutdepot. Haben wir das hier auch gebaut? Ja. Ist sogar Saatgut vorhanden. Perfekt. Neue Kolonisten. Wir machen mal hier die Beladung von Edelmetallen aus. Nahrung kommt halt echt viel, ne? Da dürften wir eigentlich wenig Probleme haben. Vielleicht langfristig gesehen, aber momentan läuft eigentlich. Aber Arbeitslose? Nö, wir haben freie Arbeitsplätze, ne? Wir könnten eigentlich noch eine Rakete holen. Na, verdammt. Die ist doch gleich voll. Wollen wir das machen? Wir brauchen ein paar Forscher, Wissenschaftler, ne? Drei auf jeden Fall. Und Botaniker wahrscheinlich. Ja, komm, wir holen noch eine Rakete voll. Haben wir gerade eine zu Hause? Ja. Botaniker auf jeden Fall. Ingenieure nicht. Wissenschaftler, nein. Drei Wissenschaftler ist okay. Wenn wir noch Botaniker kriegen, nehmen wir die. Mediziner wären mir sehr wichtig, muss ich ehrlich sagen. Mediziner, ja. Haben wir noch ihn? Eins von drei wird mir hier angezeigt. Habe ich die übersehen? Ja, mit Botaniker ist schwierig. Wir nehmen alles, was wir nehmen können. Wissenschaftler ist cool eigentlich. Na, ja, Botaniker ist schwierig. Botaniker und Mediziner haben wir keine. Komm, dann nehmen wir welche. Wobei, wir können mal so einen Ingenieur mitnehmen. So ein Geologe könnte auch nicht schaden, oder? Noch ihn und noch ihn. Und Abmarsch. So, da die eh gleich betankt ist, schießen wir die zurück und dann tauschen wir die einfach mal aus. Nee, wird fleißig beladen, ist okay. Windräder werden auch gebaut, okay. Ach, guck mal hier, Maschinenwartung 9,3, Produktion 12. Na, Metall ist halt immer so ein Ding. Hol mal hier. Einmal voll machen, bitte. So, Drohnenhub. Was fehlt hier? Metalle, ist ja klar. Aber es wird fleißig gebaut. Das Ding ist auch schon in der Mache hier. Hier fehlt halt auch wieder Metall. Und... Ah, ey, geht schon los, Freunde. Guck mal, die ersten Flechten. Ehre. Da. Guck da, es wird grün. Geil. Unsere Saatgutproduktion muss noch ein bisschen gesteigert werden. Aber das kriegen wir hin. So, Wissenschaftler kommen. Hier arbeiten ein paar weniger. Das kriegen wir voll. Kinder haben wir schon vier. Sind auch vier. Oh, da haben wir schon acht Kinder, die geboren sind auf dem Mars? Nö. Hä? Schule vier. Kindertagesstätte vier. Okay. Naja, gut. Hauptsache es läuft. Vielleicht brauchen wir nochmal eine dritte... Warte mal. Wir haben ja nur eine frei. Wollen wir die bauen? Wäre eigentlich ganz cool, oder? So. Oh, okay, also, wir brauchen Rohre. Die ziehen wir hier rüber. Dann ist das schon mal connected. Dann kommen hier nochmal Stromkabel rüber.
und dann ist das connected. So, da das ein Fertigbau ist, zahlen wir dafür nichts. Ist der Hammer. Da können wir nämlich hier... Oh, der ist voll. Geil. Machen wir hier leer. Alles. So. Wird schon gebaut? Ja, wird schon gebaut. Oh cool, wenn man dafür nicht bezahlen muss. Ist echt sehr, sehr belohnend. So, was fehlt hier noch? Na, immer Metall fehlt hier noch. Dann kann hier gebaut werden. Oh schön, guck mal, die bauen im Kollektiv. Die dritte Kuppel kommt. Und so geht es Stück für Stück immer vorwärts. Vor allem in den grünen Bereich, wo wir eh den Mars begrünen. Da geht's los. Ich freue mich. Was ist hier mit Nahrung? Verbrauch 17, Produktion 0. Wir könnten jetzt noch ein paar Pilzfarmen bauen. Da sind 6 Arbeiter drin. Also eine komplette Rakete für 2 so eine Farmen. Die verbraucht aber Strom, Wasser und Sauerstoff. Wir müssten vielleicht noch mal ein bisschen Sauerstoff produzieren, oder? Was haltet ihr dann von der Idee? Gibt es ja nicht so doof. Wenn wir hier nochmal irgendwo eine Produktion anstoßen. Vielleicht da, wo kein Dreck rauskommt. Hier so. Gegenüber vom Strom. Wenn wir nochmal 2 Moxis bauen. Oder 3. Keine Lebenserhaltung. Da ist ja noch keiner drin. Ist doch nicht schlimm. So, 3 Moxis. Dann machen wir nochmal 2 große Sauerstofftanks damit ran. Lassen wir mal ein bisschen Luft am Mank. So, okay. Von mir so nochmal ein Wassertank irgendwo hin. Kann ja nicht schaden, oder? 6, 7, 8, 9. So, Wassertank. Von mir ist hier oben nochmal. Wobei, hier haben wir schon 3 gebaut beim letzten Mal. Okay, das passt mir eigentlich. Dann kommen hier nochmal Moxis mit Sauerstoff. Und wenn wir 3 Moxis haben, brauchen wir auch 3 große Tanks, hätte ich gesagt. Dann stellen wir hier nochmal ihn hin, einfach weil wir was können. So. 4 Drohnen, das ist mir zu wenig. Da die Kuppel steht, können wir hier jetzt so eine Dings bauen, so eine Verbindungsröhre. Ja, und dann hier nochmal ein Übergang, weil jetzt... Research complete. Jetzt haben wir ein... Oh. Mars-Triebwerke. Die brauchen nur noch 30, werden die jetzt entladen? Wäre geil, wenn die jetzt entladen werden. Oh, wäre das geil. Düsen jetzt die Drohnen los und holen hier was raus. Hier kommen nochmal 12 Passagiere. Das wäre der Hammer. So, warte mal, Pilz farmen. Guck mal, Wasser fehlt. Krass, Wasser fehlt, was? Aber der läuft doch auf Volldampf. Produktion, warte mal, hier. 14,9. Produziert wegen mangelnder Nachfrage nicht mit voller Kapazität. Kann, wenn nötig, um 1,6 mehr produzieren. Mach doch mal. Forschung abgeschlossen, dann sollten wir die nächste starten. Jetzt ist die Frage, welche Forschung machen wir denn? Hier ist so viel. Hier ist so unfassbar viel. Aber wir haben eine sehr, sehr gute Forschungsbilanz. Guck mal hier, wir machen 910. Und wir sollten vielleicht... Ja, was machen wir denn? Guck mal, wenn die hier schon mal keinen Strom mehr verbrauchen, sind auch von Vorteil. Erhöht auch die Stromerzeugung. Bewegen sich 20% schneller. Wo
50% erhöht. Wir nehmen das hier. So, am Ende müssen wir sowieso alles machen. Ist ja klar. Okay. Minus 1 beim Wasser. Oder ist das, weil die Rohre ja noch nicht liegen? Das kann natürlich auch sein. So, der Rover fährt hier außen dran vorbei. Das ist schon mal sehr gut. Hier kommen die nächsten Leute. Ja, die wird echt entladen. Oder nicht? Doch, die fahren hier rein. Okay. Ja, wie cool. Oh, jetzt haben wir Kraftstoff im Überfluss. Ist ja der Hammer. So, die brauchen noch 6 Edelmetalle, dann können wir die wegschießen. Strom minus 1. Das ist nicht gut. Echt? Oh, oh, oh. So, er fährt zum Entladen, das ist gut. Metalle sind so ein leichtes Problem, ne? Wird Zeit, dass wir hier rüberkommen. 31%. Dann können wir nämlich hier schürfen. Wir können hier auch schürfen, wenn wir noch eine zweite Produktion davon hinstellen, aber... Das sollte man vielleicht machen. Ist das noch im Drohnen-Hub-Reichweite-Bereich? Ja. Aber dann beuten wir das gerade ganz böse aus. Ist vielleicht nicht unbedingt von Vorteil, aber mir bleibt keine andere Wahl. So. Okay, Endlagerstätten haben wir ja genug. Hier ist auch noch Metall. Naja, baut mal. So, ihr braucht hier Beton. Hä, wieso... Bist du doof? Wieso packst du das da nicht rüber? Haha. So. Was war los? Ist hier Stress irgendwo? Nee. Sektor scanned. Keine Ressourcen gefunden. Schade. So. Da. Naja, forschen dauert eine Weile. Aber wir können hier unten nochmal Sektor, also Sensortürme bauen. Warte mal. Das sollten wir vielleicht machen. So. Der nächste nach da. Und dann den nächsten nach da. Und dann nochmal ihn hier unten nach da. So. Jupp, 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 jupp. Okay. Wenn die Fabrik hier läuft, haben wir auch wieder mehr Metall-Output. Strom ist halt richtig wenig, ne? Oh, oh. Hä, warum haben wir so einen hohen Strombedarf? Okay, jetzt kommen wir haben eine neue Kuppel, das ist natürlich klar. Hier müssen wir noch eine Rampe bauen. Dass da die Rover und alles und die Drohnen rüberfahren können. So, Vorteil, dann sind alle Kuppeln miteinander verbunden. Dann dürften alle mit allem zusammenarbeiten eigentlich. Ja. Wäre sehr schön. Komm, wir bauen hier noch so ein Ding. Eine Hydrofarm. Meinetwegen noch zwei. Hier noch inne. Resources are low. Ja, Metall, ich weiß. Uh-oh. So, und hier noch ein Garten. Freie Wohnplätze haben wir 53. Nein, 49. Reicht locker. Dann würde ich hier nochmal Saatgut und Nahrung herstellen lassen. Die ist fast voll beladen. Die ist voll getankt, kann los. Die ist voll getankt, kann los. Dann haut ab. Macht mir den Weg frei für die andere. Und hier kommen mir Edelmetalle rein. Hier ist immer noch nicht alles gebaut, ne? Du, mein Freund. Dich dumm rumstehen. Komm, Sachen machen. Und zwar hier unten weiter Metalle sammeln.
Okay, die starten synchron, landen synchron. Der wird richtig schön sein. Und dies bei 94% mit 9 Leuten. Sehr, sehr schön. So, die Rampe steht. Die Kuppel steht. Die Kuppel ist versorgt. Wir haben Strom ohne Ende, Sauerstoff und Wasser. Passt eigentlich. In einem Tag haben wir Meteoritensturm und das ist nicht cool. So, hier fehlt Metall. Vier Drohnen ist nicht viel. Wir brauchen noch ein paar Drohnen, ne? Ha. Okay, okay, okay. Wir haben drei Metall. Ach du Schande. Wir müssen unbedingt die Hütte hier oben fertig kriegen, dass wir mehr fördern. Das ist ganz toll wichtig. Wir brauchen hier unbedingt Beton. Ach du Schande. So, los, hol mal die Leute runter hier. Oh oh. So, wir haben Plan. Alter, was ist denn hier los? Sieben Leute beliebig. Forschungsfortschritt. Neue Technologien. Geologen. So, wir haben wir ja auch nicht. Unbekannt. Krass. Alter. Neun Drohnen, Ressourcen. Sieben Drohnen, Forschungsfortschritt. Fünf Mediziner. So viel haben wir nicht. Krass. Forschung, jetzt sieht aber ab hier. Drohenschwarm. Ist das hier, ne? Ja. Maximum Drohnen auf 80. Geil. Okay. Gut, gut, gut. Da kommen die neuen. Da. Da ist die Rakete. Da kommt sie. Oh, wie cool. Saatgut haben wir. Hier, guck mal, die Begrünung geht voran. Ja, der arbeitet kräftig. 0,01%. Okay. Also mit den Metallen, die gefällt mir überhaupt nicht. So, drei Edelmetalle noch, dann schießen wir die mal hoch. Okay, also Nahrung ist ausreichend. Mehr als ausreichend. Wir können hier nochmal ein kleines Nahrungslager bauen. So. Könnt ihr denn richtig... Dann können die das hier richtig vollstopfen und dann passt mir das. Wir müssen gucken, dass wir hier die ganze andere Geschichte noch weiter hochtreiben. Ne? Also Terraforming ist eigentlich das A und O. Mich stört ganz, ganz massiv, dass wir einen Metallmangel haben. Priorität hoch. Komm, schaff mir Beton hier hoch. Also die fahren ja, aber dauert ewig, ne? Dann können wir hier durch an das Metallvorkommen ran. Wir müssen unbedingt anschließen, hilft alles nichts. Ah, wir können das hier nicht wegsammeln. Er fährt hier unten runter. Der Weg ist sehr, sehr weit. Aber okay. Zwei noch, dann schicken wir die weg. Und in 23 Stunden geht's los, Freunde. Polymere haben wir noch. Aber noch ein paar Akkus bauen. Research complete. Forschung abgeschlossen, geil. Drohenschwarm. Die nächste Forschung. Was haben wir hier? 3D-Zerspannung, Maschinenteilefabrik. Früher oder später brauchen wir das. Hilft ja alles nichts. Aber
Drohnen arbeiten bei Landschaftsbauprojekten schneller. Treibhausfabrik. Ingenieurswesen ist auch wichtig. Eine Polymerfabrik. Unterirdische Heizung. So, dass die Dinger keinen Strom mehr verbrauchen. Aber hier, Forschung geht ab. Ist hier voll besetzt? Ja. Ja. Hier wird noch nicht gebaut, weil Metalle fehlen. Verdammte Hacke. Gibt's ja auch nicht. Oh, oh, oh. So, Beton muss hier ran. Dass die endlich bauen können, dass wir endlich mehr Metalle holen. Weil das Vorkommen ist schon okay. Aber wenn wir doppelt so schnell schürfen, ist es auch leider doppelt so schnell alle. Das geht sehr, sehr schnell leer hier, habe ich das Gefühl. Kann nicht repariert werden, weil wir kein Metall haben. Oh. Also ohne Metall bist du voll aufgeschmissen hier. So. Die Kuppel läuft. Hier ist noch gar nichts drin los, ne? Die fummeln hier noch das Essen raus? Okay. Wir haben zwei Arbeitslose. Ja, weil die Gebäude nicht gebaut werden können. Haben wir irgendwelche Produktionen nicht voll offen? Also Arbeitsstellen? Doch, ist alles frei. Oh oh, naja, Arbeitslose. Ah, das passt schon. Okay, warte mal. Was ist denn das hier? Erforscht die Technologie, Nutzung des Erdreichs. Hm. Eine Ranch. Produktion 21, Verbrauch 14. Perfekt. Eine Außenranch. Kostet. Nehmen wir mal das. So. Baut mir das mal bitte. Ah, Metalle. Wo kommt die denn her? Mit dem mal. Haben sie die Hütte da oben fertig? Nö. Ah, warte mal, er ladet gerade ein. Gut, dann haben wir sie aber eigentlich trotzdem nicht. Ist natürlich schade. Hier fehlen noch zweimal Beton. Hat er dabei? Hat er dabei. Dann können sie bauen und dann haben wir eine neue Metallproduktion. Sehr, sehr gut. Ach, Leute. Also, wenn man auf normale Geschwindigkeit spielt, zieht sich das ganz schön, ne? Aber ist nicht schlimm. So, da kommt da der Kleine. Und er baut. Und dann haben wir endlich Metallvorkommen, was wir noch weiter ausschürfen können. Perfekt. Wir werden sowieso gleich ein Problem kriegen, weil wir nämlich massiv von Meteoriten zerschossen werden. Und ich hoffe, unsere Gebäude kriegen nicht ab. Habe ich ein bisschen Angst vor, muss ich ganz ehrlich sagen. 61%. Naja, guck mal, er baggert und baggert und baggert und baggert. Und die Drohnen helfen fleißig mit. So, ist voll beladen mit Edelmetalle. Abmarsch. So, wenn das Ding hier gebaut ist, dann haben wir auch keine Arbeitslosen mehr. Was haben wir hier? Ziege, Schwein, Kuh. Können wir hier im anderen Rhythmus laufen lassen. Machen wir hier Kuh, Ziege, Schwein. Resources are low. Okay, Beton haben wir aber sehr, sehr viel. Strom ist sehr wenig. Ich hoffe nur, dass es nicht wenig Strom ist, weil wir nichts haben zum Reparieren. Das wäre nicht gut. Aber Metall kommt. Er ist noch fleißig am Beladen. Das müssen wir dann halt nur noch nach Hause holen, was wieder ewig dauert. Ja, aber die buddeln sich ja hier durch. Kriegen wir nach und nach so alles hin. Dauert zwar eine Weile, aber das wird schon.
Minus 17. Guck mal, die Batterien, die neuen, die werden gerade nicht befüllt, ne? Oh, oh. Dafür haben wir eine sehr, sehr gute Sauerstoffproduktion und Wasser halt nur so viel, wie verbraucht wird. Ist auch okay. Dann beuten wir nämlich nicht die Ressourcen unnötig aus. Wenn wir jetzt noch ein paar Wassertanks bauen, dann werden die halt befüllt. Das wäre natürlich von Vorteil, dann haben wir Reserven stehen. Mal gucken. Aber das braucht halt alles Metall. Wir sind bei allem gut dabei, außer bei Metall. Aber guck mal, die Akkus fallen nicht runter. Die Propelleratoren, die laufen eigentlich recht gut. Okay. Naja, die Sonne geht ja bald auf. Wird die schon gebaut? Ne, weil hier Metall fehlt, ne? Verdammte Hacke. Okay, hier schaffen sie aber ordentlich Beton ran. Das ist okay. Dann können wir gleich die nächste Rakete holen. Weil Wohnfläche haben wir noch. Sektor scanned. Keine Ressourcen. Wollen wir die nächste Rakete holen? Passagierrakete. Geologen. Bitte keine Touristen. Mediziner, wenn ihr habt. Und bitte Botaniker. Mediziner ist richtig schlecht. So gut wie gar nicht, ne? Und wir nehmen ein paar Ingenieure und wir nehmen noch einen mit ohne. Und dann holen wir die mal hierher. So. Dann können die nämlich hier einziehen und arbeiten, weil wenn die Hütte hier steht, dann haben wir neue Arbeitsplätze. Und wenn die Hütten hier stehen, haben wir ebenfalls neue Arbeitsplätze. Dafür brauchen wir aber Metalle. Was macht er denn? Bist du verrückt? Mach weiter. Da liegen auch Metalle. Bitte ran. Sektor gescannt. Den haben wir schon gescannt. Können wir den nochmal scannen? Nee. Entschuldigung. Dann machen wir mal hier oben weiter. So, läuft die Hütte? Ja, läuft. Okay. Stromverbrauch ist halt krass. Minus 19. Wir müssen noch zwei so eine Propellerwindräder bauen. Können wir hier drüben eigentlich ransetzen, oder? Machen wir hier nochmal drei. Okay. Also mit Solaranlagen haben wir nicht viel am Hut, ne? Das meiste ist wirklich die ganze andere Geschichte. We gather here today to bid a final farewell to one of our finest. Wir haben uns hier heute versammelt, um einen unserer besten Lebewohl zu sagen. Ist halt mal wieder einer kaputt gegangen, wa? Danke, meine lieben Kolonisten. Ich lese mir das jetzt nicht alle durch, ne? Okay. Wir wollen ja vorankommen und nicht rumlesen. Was ist denn das hier? Kam mir gerade Schatten oder was? So. Er ist noch am Beladen. Er ist jetzt sofort fertig. Alter, er hat aber einen weiten Weg zu fahren, ne? Ja komm, der muss hier ausladen, hilft ja nichts. Entladen. Komm. So, dann haben wir nämlich wieder Metall. Die Rakete wäre voll. Wollen wir die losschicken? Ja, los, komm. Oh oh.
Ja, weil halt Metall fehlt. Das ist doch kacke. Minus 1 Wasserproduktion. Wird Zeit, dass er hier fertig wird. Ist bei 75% gleich. Dass wir an diese Metallvorkommen rankommen und an dem hier. Hier liegen nämlich auch noch haufenweise Metalle rum. Ja. Guck mal, den haben wir schon ordentlich angegraben. Jetzt dürfte auch die Verfügbarkeit deutlich runtergehen. Metalllager. Wir bauen das mal dahin. Drohnen 14 ist okay. Jetzt werden es mit der Bulldozer ganz geil. Aber können wir doch bauen? Warte mal. Rover. Nein, können wir nicht. Schade. Ist hier der Propeller fertig? Nee, auch nicht. Weil halt Metalle fehlen. Ei. Aber es wird langsam grün. Guck mal, es wird bemoost. 0,02 haben wir schon. Sehr, sehr cool. Was macht die Forschung? Wir sind bei 71%. Angepasste Sonden. Dann können wir einen Tiefenscan machen. Ist okay. So, können wir Terraforming schon irgendwas anderes machen? Wir sind halt gerade massiv behindert in allem, ne? Weil wir brauchen 20 Metall. Ha. Ich würde ungerne eine Metallrakete holen, weil es halt teuer. Würde aber ungemein helfen. Vielleicht haben wir hier auch ein Metallvorkommen unter der Erde, aber dann brauchen wir die Rover auch unter der Erde. Guck mal, jetzt werden nämlich Gott sei Dank die Akkus alle geladen. Na, kommen die langsam hoch oder bleiben die unten? Wir haben ja eine... Ja, sie wachsen. Okay. Das ist gut. Das ist unsere Not... Ach Gott, hier ist ja alles kaputt. Ist alles kaputt. Ich hoffe, der Rover ist gleich da. Ja, oh Gott sei Dank. Und dann muss ich aber losgehen, ne? Reparieren. Wir brauchen unbedingt viel, viel mehr Metalle. Und die Flugdrohnen, die müssen hier richtig ranhauen. Warte mal. So. Ach, hoffentlich schaffen die das mit der Verteilung. Und ich denke, das war vielleicht eine gute Investition. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Edelmetalle. Kann mit der aktuellen Technologie nicht gefördert werden. Das ist natürlich schade. So, da kommt der angefahren. Ey, wird nichts fertig, weil wir kein Metall haben. Gibt's ja nicht. Wollen wir eine Versorgungsrakete holen? Wie viel haben wir denn? Wir haben verfügbar 2. Eine Frachtrakete. Mit 80 Metalle, das ist eigentlich immer nichts, ne? Lohnt sich das? Ich glaube nicht. Flugshuttle überlastet, oder? Glaube ich. Guck mal, die Drohnen hier oben haben auch gerade Stress wie Sau. Und da müssen wir das Metallvorkommen erstmal anbinden. Das ist auch nicht so einfach. Wir könnten hier theoretisch hoch, aber hier würde ich dann als nächste Terraforming auch erstmal planieren, dass wir hier... Oh oh. Geht schon los. Das Bombardement. Also erstmal nur hier oben. Ist eigentlich okay. Wenn es so bleibt, kann ich mitleben. Aber ihr könnt mir vorstellen, das wandert, ne? Dass wir nachher überall was abbekommen. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Wenn ja, müssen wir mal sehen. So, wir haben leider noch keine extra Forschung hier irgendwo mit bei. Aber ey, geil. Das ist gleich durch. 91%. Eigentlich ist es ja Quatsch. Wir können ja den ollen Baum einfach runterforschen. Ist ja egal. Okay, solange wir hier oben rum bombardiert wird, ist mir das relativ Latex, weil hier haben wir keine Gebäude stehen.
die schon Ressourcen da? Ja. Okay. Die Windräder wurden auch gebaut. Das ist sehr schön. Ja, hier ist halt Mangel. Mangel, Mangel, Mangel. Aber da kommt ja die Rettung. Ist doch alles doll dreckig, ne? Irgendwann können wir noch so eine Türme bauen, die mit den seismischen Wellen den Staub wegmachen. Dadurch verringert sich die Wartung der Gebäude um ein Vielfaches. Ist natürlich sehr, sehr praktisch, dann hast du nicht so einen hohen Ressourcenverbrauch. So, Metalle. Und du los, stürzt euch drauf. Verwenden bitte alles sofort. Research complete. Geil, angepasste Sonden. Nächste Forschung. Was haben wir hier? Fabrikverstärkung. Luxuriöse Züge. Was sind das hier? Wir nehmen das. So, die nächsten Leute kommen gleich. Wenn der LKW leer ist. Oh, guck mal, jetzt kommen die Drohnen. Die holen sich jetzt Metall, ne? Hoffentlich. Viel und im großen Maße. Das Ding wird hier auch fleißig zusammengeklebt. Da schleppen sie schon alles voran, ist okay. Aber Metallmangel ist halt echt nicht cool. Guck mal, da kommt schon die Flugdrohnen, die holen ordentlich weg. So, weil mir der Weg so lange ist nach da unten, fahren wir bitte dahin. Hier oben hageln die Meteoriten rein. Soll mir recht sein. Am besten Anomalien, alles hinterher, immer voll machen. Immer runter, immer runter. Berge von Metall werden schön. Weil daran wird es gerade massiv hapern und scheitern, habe ich irgendwie die Befürchtung. Aber guck mal hier, der Metall ist schon fast weg. Krass. Warum auch immer die von A nach B das hin und her fahren, ist mir auch egal. Ich verstehe nicht. Wir haben noch einen ganzen Tag lang dieses Bombardement der Meteoriten. 80% scannen, okay. Krass, ey, was fehlt hier? Metall. Aber jetzt bauen sie das Ding, ne? Ja! Oh ja! Wo bringst du das hin? Medium Air Tank. Okay. Medium Air Tank. Einer fehlt noch. Universallager. Naja, pack mal ein. Hier haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5 Saatgut. Okay. Da können wir hier nämlich auch mit Flechten rumwerfen. Die Dicke hier oben wird hoffentlich gebaut. Ja, langsam, aber es geht. Wie sind wir hier? 91%. Na bitte, dann haben wir doch bald den Weg dafür frei. Er sammelt hier fleißig ein. Guck mal hier, Tür an Tür. So. Ist leider alles voll mit Abfälle hier. Warum das da nicht hin? Müssen wir dann selber wegräumen. Ist natürlich schade. Wird ewig dauern, aber ist egal. Haben wir denn schon repariert, die Gebäude? Ja, Metalle fehlen immer noch. Ich weiß. So. Was ist denn hier? Okay, der Sauerstofftank wird gebaut. Ist schon mal okay. Nein, fahr das dahin. Strom minus 1. Ja, 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 ja. Er baut. Los, helf mal mit beim Bauen. Ja! Kollektive Arbeit ist gute Arbeit. Und er auch noch, oder was? Funding received. 750 Millionen, das ist okay.
Sector scanned. Keine Ressourcen. Ein Sol 11 Stunden. Die Einschläge wandern Gott sei Dank nicht. Die bleiben da oben. Das ist okay. Kann ich mit leben. Ist sehr, sehr schön. So, wenn der Samenspender hier endlich fertig ist. Zack. Und dann sagen wir ihm. So, was braucht er denn hier? Benötigte Terraform-Fortschritt. 10% Feuchtigkeit, 20% Temperatur. Nö, dann machen wir hier ein paar Flechten. So. Volle Pulle. Geht langsam los. Dauert ewig, aber kommt. Geht. Minus 11 Strom. Alter Schwede. So, die Hütte steht. Saatgut, Saatgut, Saatgut. Warte mal, das wollte ich ja umbesetzen. Ziegen, Schweine, Kühe. Schweine, Kühe, Ziegen. Schweine, Kühe, Ziegen. Das war immer volle Pulle Ertrag haben. Oder wir bauen noch eine dritte. Warte mal, 14 freie Arbeitsplätze. Lass mal landen. Ein Sol 7 Stunden. Bleibt da oben, ne? Gott sei Dank. Ey, Junge, sammel. Komm. So. Die Hütte hier wird... Oh, ist gleich fertig. Guck mal hier, 10 Beton haben wir gleich. Brauchen wir nur noch ein elektrisches Bauteil und 6 Polymere. Und da kommen die nächsten. Okay. Strom ist am Start. Sind irgendwelche Akkus runtergegangen? So richtig nicht. Schön. Ja nun, also. Research complete. Milestone achieved. 100 Kolonisten. Ist ja mega. Haben wir gleich Forschung wieder vorangetrieben. So, warte mal. Ah, hier, warte mal. Drohnenfabrik. Das sollten wir vielleicht auch machen. Sozial sollten wir aber auch vorantreiben. Erhöht die Forschung. Ja. Wir machen das. Yay. New colonists have arrived. Minus 3 Wasser. Okay, wir machen mal hier ein bisschen, ne? Können wir das um? Okay, dann machen wir die mal dreieckig. So. Jetzt bin ich am Überlegen. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wenn wir noch so eine Nahrungsfarm bauen, dann haben wir wieder einen hohen Wasserverbrauch. Wir können doch keine Wasservaporatoren bauen. Ein Wasserextraktor wäre geil, weil Wasser haben wir viel. Sehr, sehr viel sogar. Müssen wir mit einem Bulldozer aber erstmal gerade kloppen hier die ganze Erde. Der hat kein Saatgut. Aber das produzieren wir ja. Okay, na, lass mal machen. Guck mal, die Flechten kommen. Geil. So langsam geht's ja los mit der Begrünung. Sektor, Sektor, Sektor.
87. Hä, waren die nicht schon mal schneller? Der ist bald voll. Oh, Metalle sind so wenig, ne? Wir brauchen unbedingt mehr Wasser. Wasservaporatoren sollte man immer an der Aorta entlang bauen. Wäre eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Der läuft jetzt auf Vollgas. Und hier sind doch die Endlagerflächen bald voll. Okay. Beton, wie sieht's aus hier? Oh, ist gleich alle, geil. Dann haben wir hier weniger Verschmutzung, das ist natürlich cool. Dann können wir hier den nächsten hinbauen. Wir hätten allerdings, warte mal, irgendwo war doch noch Beton. Hier oben. Genau, lass mal hier bauen. Wie viel ist hier? Mehr auf jeden Fall. Betonextraktor. Okay, der macht halt Dreck wie Sau. So, wenn wir hier ein Kabel rüberlegen, denkt man, das ist okay. Bin aktive Extraktoren. Dann abreisen bitte. So, die Hütte steht. Warte mal. Wir brauchen hier ein Depot für Kraftstoff. Ist doch Treibstoff gewesen, ne? Warte mal, ich guck mal nochmal. Treibstoffdepot, genau. So. Und du machst bitte 3 Drohnen mehr, also Shuttles mehr. Das Ding darf gebaut werden. Wir brauchen Metalle. Wir haben ja keine Raketen am Start hier. Was ist denn los? So, 2 freie Arbeitsplätze haben wir noch. Ich würde gerne noch eine 3. Farm bauen. So eine Außenranch. Frage, wohin? Ist hier okay? Ist halt vom Platz recht eng anscheinend. Das ist die Frage, kommen die denn da hin? Oder müssen wir das hier hinten rausbauen? So, naja, baut mal. Wird eine Weile dauern, ich weiß. Er ist voll mit Metalle. Ehre. Dann bitte sofort hier entladen. Oder wollen wir nach hier unten schaffen? Hier, wo es wichtig ist. Entladen. Komm her. Du bist fertig, oder was? Ja. Okay, dann starten wir hier das nächste Bauprojekt. Wir bauen einen Drohnenhub. Nach da. Und das nächste Drohnenhub nach da. Von der Verbindung her passt mir das. Dann machen wir einen Metallextraktor, einen automatischen, nach... Warte mal. Und doch, auf der Seite geht das. Nach da. Und daneben. Ich brauche erstmal nur Stromkabel. Also erstmal nur, hat mir gefallen. So. Legen wir bis daran. So, sollte ja vielleicht erstmal reichen. Dann machen wir hier noch eine große Mülldeponie. Okay, ein Universallager. Und hier nochmal eins. Okay. Das sind so Bauprojekte, ne? Für die Zukunft. Strom brauchen wir auf jeden Fall. Wasser haben wir zu wenig. Oh oh. Hier ist noch genug vorhanden. Wir brauchen noch einen Wasserextraktor. Haben wir den schon verstärkt? Ja.
Der läuft noch nicht mit Volldampf. Doch. Okay. Haben wir irgendwo noch mehr Wasser? Da ist noch Wasser, haufenweise. Forschung läuft. Was haben wir hier? Vegetation wächst 50% schneller. Das ist gut. So, da der Bulldozer gerade nichts zu tun hat, weil er hier fertig ist. Ja, weiß ich nicht, wollen wir ihn aufräumen lassen, oder? Sector scanned. Ja, Edelmetalle. Komm mal hierher, mein Freund. Dann machen wir das nächste Projekt, Terraforming Ebene. Machen wir mal hier schön platt. So, dass wir ja nicht Wasser rankommen. Das wird dann hier schön eingeebnet, ne? Ist ja klar. Und dann fördern wir hier Wasser. Was haben wir hier? 11.000 Liter und hier haben wir nochmal 10.000. Perfekt. Wir wollten ja nicht Edelmetall ran. Wir haben keinen Strom, wir haben kein Wasser. Ah, ist knappe Nummer. Mal gucken. Also Reserven haben wir noch ein bisschen. Aber wir müssen klarkommen, wir müssen zusehen. Rohstoffe sind da, wird bald gebaut. Rohrleitung steht schon, Stromkabel fehlen noch. Der Kollege hat... Ne, der ist beim Entladen. Perfekt. Und wird doch sofort weggeholt. Geil. So. Okay. Dann sofort wieder hier hoch und Metalle holen. Los. Wir haben in 12 Stunden den Meteoritenschauer überstanden und das sieht eigentlich recht gut aus. So. Wenn wir dann schon mal hier stehen, können wir eigentlich die Rampe nach hier oben bauen. Wenn wir hier glatt haben. Ne, wir müssen erstmal hier ein. Ja, ich weiß. Ha, Strom und Wasser fehlt. Okay. Strom, Wasser, Metalle. Polymere wären noch weniger. Aber wahrscheinlich, weil wir sie gerade alle verbaut haben, wie bekloppt, ne? Maschinenteileproduktion könnte mehr sein. So, Produktion, Maschinenteile. Die machen aus, Metall, ja, ist klar. Das Ding läuft ja immer noch nicht hier. Wunschmenge 5. Hallo? Hallo? Okay. Ach ja, komm. Wird schon gehen irgendwie. Der Bulldozer darf hier arbeiten. Den haben wir jetzt schon mal auf Kurs gesteckt. Auf Mission, auf die Spur. Diese Rakete. Ach komm. Wir holen hier ein paar Edelmetalle rein. Na, hoffentlich läuft jetzt alles hier, ey. Strom macht mir ein bisschen Sorgen, aber sobald die Sonne kommt, dürfte es eigentlich wieder laufen. Metallproduktion haben wir ja. Shuttlebau. Polymere fehlen. Oh, Metalle. Metalle, Metalle, Metalle. Wir müssen so viel Metalle ausgeben, um an Metalle ranzukommen. Ist der Hammer. So, es wird wieder hell. Was der nächste Tag bringt, Freunde, werden wir sehen. Wir brauchen unbedingt mehr Wasser, mehr Strom und mehr Metalle. Ja? Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Den Mars kriegen wir irgendwie schon grün, aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht keinen Quatsch und reinhauen.